Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, dir geht's gut und vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich war heute, so wie es sich für einen guten Enkel gehört, schon extrem früh wach, weil meine Oma hat sich leider ihr Bein gebrochen. Und dann hat sie jetzt auch die letzten Nächte bei uns hier übernachtet. Und die hatte heute ihre Operation, und zwar in Leverkusen. Und die musste schon um 7 Uhr morgens da sein, und dann habe ich natürlich als guter Enkel, habe ich sie dann morgens früh schon dorthin gefahren und bin schon vor 6 Uhr wach geworden, aufgestanden, und ja, das heißt, ich bin extrem müde, aber es war natürlich für einen guten Zweck, und ich habe meine Oma da jetzt abgesetzt, und die müsste eigentlich jetzt gerade in diesem Moment operiert werden. Also wünsche dir auf jeden Fall Glück, dass alles in Ordnung geht und dass die Klausur gut verlaufen wird. Und ja, jetzt gleich geht's ab zum Fußball. Ich werde jetzt aber erstmal mich noch ein bisschen hinlegen und noch ein bisschen schlafen in der Sonne. Ey, heute richtig geiles Wetter. Ich weiß gar nicht, warum ich noch meinen Pullover anhabe. Aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall oben zumindest frei machen und noch ein bisschen in der Sonne schlafen, bevor es dann gleich zu Pia geht und wir eine kleine Poolparty machen. So, der kleine Nap war auf jeden Fall geil. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen besser und bin nicht mehr so müde wie vorher. Und Justine ist auf jeden Fall auch mal wieder am Start. Und wie ihr sehen könnt, sind wir schon Deutschland ready. Und ja, unser Outfit von heute, pam pam. Und ja, wir gehen jetzt ab zur Pia, weil bei dem Wetter brauchen wir natürlich auf jeden Fall einen geilen Pool am Start, und die Pia hat einen geilen Pool, und werden noch ein bisschen grillen, ein bisschen Pfeife rauchen. Also was will man mehr, sage ich dazu nur, und deswegen bis gleich. Bis gleich. Es fällt mir echt schwer, darüber zu reden, aber wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, ist Deutschland heute einfach aus der WM rausgeflogen. Gegen Südkorea. Warte, also gebt euch das bitte nochmal. Südkorea hat Deutschland 2-0 verloren. So, noch nicht mal unentschieden oder so. Einfach 2-0 verloren. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich eben, als das passiert ist, die eine oder andere Träne verdrückt habe und mich das extrem abfuckt, weil ich mich übertrieben lange auf diese WM gefreut habe.
Aber, wie sagt man nicht so schön, das Leben geht weiter. So sieht's aus. Und das heißt, ich werde jetzt nie wieder diese dreckige Drecks-WM gucken. Spaß, natürlich werde ich die gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, weil wir hatten trotzdem einen echt geilen Tag, muss ich echt sagen, am Pool bei Pia. Dankeschön auf jeden Fall nochmal an dich, Pia, falls du das siehst. Dankeschön für die Location und war auf jeden Fall echt ein cooler Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt super gerne einen Daumen nach oben da. Das hier ist meine nasse Badehose, by the way. Und ansonsten würde ich mich mega freuen, wenn ihr bald wieder einschalten würdet. Und bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.